Hey Leute, guten Morgen. Es ist schon der nächste Morgen. Ich war gestern noch mit zwei Freundinnen draußen und dann kam ich nach Hause und dann war so ein bisschen, ich weiß nicht, ich war ein bisschen traurig so. Ich war erst bei meinen Eltern zu Hause und dann habe ich so gute Nacht gesagt und dann musste ich ein bisschen weinen und ich wollte mich jetzt nicht so beim Weinen filmen. Ich weiß nicht. Hallo Leute, ich bin 19 Jahre, ich bin ausgezogen, ich darf das. Ich darf weinen, okay? Ja, dann war ich hier, dann habe ich weiter Temptation geguckt, dann bin ich schlafen gegangen. Zweite Nacht war viel besser als die erste einfach. Also in der ersten war es so richtig warm und ich habe nicht so die Position gefunden, wie man gemütlich schläft. Jetzt war voll entspannt, es war kühl. Ich habe richtig entspannt, ich habe so fest geschlafen. Ja, ist der zweite Tag in der Wohnung. Es wird immer besser, es wird immer entspannter. Ich freue mich irgendwie. Ich muss jetzt dieses Ding hier ausräumen. Da sind noch so Kostüme und so drin. Und meine Kissen, die brauche ich unbedingt für meine Couch. Weil ich liege die ganze Zeit da drauf. Aber das ist ja eigentlich nur das Hinterteil. Boah, ich habe so keinen Bock mehr auf dieses Einräumen, Ausräumen, Auspacken, alles. Meine Güte, und schon noch so viel. Endlich, mein Portemonnaie. Ich bin die ganze Zeit mit so einer komischen kleinen Tasche rumgelaufen. Oh, hier ist noch mehr, Leute. Pass auf. Wojciech, der Sandmann. Magnesium 400. Ja, mega. Hey, die brauchte ich unbedingt. Meine Lampe. Ist die kaputt gegangen? Ah, nee, mein Apple Pen. Mein iPad. Ja, geil. Okay, Leute, ich zeige euch jetzt, wie ich Sommerrollen mache. Also, ich habe hier dieses Papier, Reispapier. Und ich mache in so einen Teller erstmal Wasser, damit es angefeuchtet wird. Und dann lege ich einfach das Papier da kurz rein. So. Reis. Dann so zwei, drei Garnelen. Aus Lust einfach ein Salatblatt drauf. Und hier ist eine Sommerrolle. Okay, ich habe die Küche aufgeräumt. So vom Kochen, weil es ja wirklich unordentlich hier aus. Und jetzt mache ich Hoppa Hoppa. I'm hungry. Ich hab richtig Crash. Du hast die Situation gezeigt. Leute, die Sommerrollen sind krass. Schmeckt richtig gut. Ich liebe exotisches Essen. Leute, ich habe gegessen, ich bin jetzt Handballtraining, ich gehe los, weil ich bin zu spät. Ich wollte nur Bescheid sagen. Okay, bye. Hey Leute, ich bin zurück vom Training. Und ich habe auch gerade geduscht, habe mein Gigi-Shirt an und werde jetzt noch ein bisschen Trash-TV gucken. Ich gucke jetzt erstmal die Reunion von Temptation Island, weil ich habe Temptation Island, der war schon durchgeguckt. Ich habe gestern angefangen oder so, oder vorgestern. Ich glaube, es wird immer Tag zu Tag einfacher, alleine zu leben, sag ich mal. Weil ich war eben auch bei meinen Eltern, habe gute Nacht gesagt. Aber es war nicht so, dass ich dann wie gestern so voll heulend nach Hause gelaufen bin. Morgen muss ich auf jeden Fall das ganze Chaos hier beseitigen, Leute. Das Wohnzimmer ist das Einzige, was noch unordentlich ist, richtig. Und Büro, aber Büro zählt nicht, weil da ist noch kein einziger Schrank drin. Leute, guten Morgen. Ich habe eigentlich richtig gut geschlafen, wirklich. Das wird jede Nacht besser. Aber es hat irgendeine Kirchenuhr jede Stunde geläutet. Und ich hatte es voll gehört. Also jede Stunde ding, 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 ding. Und ich hatte es bei meinem Wecker. Ich gucke auf Uhr 5 Uhr morgens. Ich gucke auf Uhr 6 Uhr morgens. Ich gucke auf Uhr 7 Uhr morgens. Ich war so, jede Stunde war ich gerade auf. Gerade 9.30 Uhr. Um 10 Uhr gehe ich joggen mit einer Freundin. Dann fange ich an aufzuräumen. Ich sage jede Sequenz, was ich hier aufnehme, sage ich, ich gehe erst das, dann räume ich auf. Ich gehe erst das, dann räume ich auf. Und bis jetzt habe ich schon nicht aufgeräumt. Okay, Leute, das ist mein Jogfit. Einfach schwarze Leggings, meine Schuhe, weißes T-Shirt, Zopf. Let's go! Leute, ich bin back. Und ich muss euch was zeigen. Das muss ich später auch aufbauen. Ich hab jetzt eine Alexa! Oh mein Gott! Da hinten, wo ist das Regal? Hier, das Regal, der Stein geht nicht an, Plattenspieler funktioniert nicht, weil das ist noch nicht am Strom angeschlossen. Und ich habe mir jetzt so einen groß geholt. Eigentlich hatte ich einen Mehrfachstecker, aber da reichen die Kabel nicht hin. Deswegen habe ich mir jetzt so einen langen Mehrfachstecker geholt und ich mache das jetzt dran. Dann kann ich Musik hören auf meinem Plattenspieler. There is never enough time. So everless song you are home. Wow! Leute, ich habe gerade meine Scissor-Platte ausgepackt. Die ist so lieb. Und jetzt mache ich die drauf. Seid ihr ready? Say hi to the vlog. Okay, ich habe jetzt eine Spülmaschine angemacht und ich habe schon angefangen, hier alles zu sortieren, auszuräumen, zu ordnen. Und es ist, ey, ich habe keinen Bock mehr. Einfach so, ich habe keinen Bock mehr. Auch im Bad, meine ganzen Sachen. Und ich fühle das irgendwie nicht. Das sieht nicht geil aus. I don't like that. Ich gucke gerade Teen Wolf zum ersten Mal. Und bis jetzt ist es sau langweilig. We're living, we're living.
Ey Leute, ich brauchte irgendwie eine Pause. Ich habe mir jetzt wieder so die andere Hälfte von dem Muffin genommen, ein paar Erdbeeren geschnitten und so einen Saft. Ich hatte schon den ganzen Tag voll Lust auf so einen Multivitaminsaft einfach. Und ich gucke dabei Teen Wolf und ey, ich brauche erstmal eine kurze Pause, ich brauche eine kurze Stärkung. Es ist mittlerweile 16 Uhr. Leute, ich habe Musik angemacht und jetzt mache ich weiter. Es ist schon fast alles weg. Ich muss aber jetzt noch wischen. Oh, ich habe Angst, dass ich gecopyrighted werde. Ich muss jetzt noch wischen und staubsaugen. Aber ja, Klamotten einräumen und staubsaugen und wischen. Meine Spülmaschine ist fertig, die muss ich dann noch ausräumen. Und ich habe gerade meinen Herd noch ein bisschen geputzt. Dann bin ich eigentlich soweit fertig. Okay, Leute, es ist aufgeräumt. I'm happy. Und ich baue jetzt meinen Swiffer auf, damit ich noch nichts wischen kann. Das ist mein Swiffer. I walk the line. So, the handle. Okay, es ist drin, ich habe meinen Swiffer aufgebaut. Sehr gut. Und guck Leute, hier habe ich diese Feuchtlinger geholt, aber die sind mir einmal runtergefallen. Ich weiß nicht mehr, ob die so feucht sind, weil die ein bisschen ausgelaufen. Irgendwie macht es mir Spaß, hier zu wischen. Was für eine Hausfrau bin ich, sag mal ehrlich. Leute, ich habe Hunger, ich habe keinen Bock zu kochen. Okay, also Wohnzimmer ist clean bis jetzt. Ich habe jetzt Hunger, ich mache mir jetzt was zu essen. Und dann setze ich mich ans Schlafzimmer. Ich mich erschrocken, Dicker. Leute, meine Nudeln sind fertig und meine Mama und mein Papa sind auch gerade da. Mein Papa hat mir auch Wassermelone und Basilikum gebracht. Kein Basilikum, mein Ganus. Das Basilikum. Nein, Petersilie. Ah, Petersilie. Your local Hausfrau. Fuden. Yeah. Guten Morgen, Leute. Diese Nacht habe ich wirklich richtig stramm geschlafen. Ich habe einfach Tiefschlaf gehabt. Heute ist Samstag, es ist jetzt fast eine ganze Woche, wo ich hier alleine drin wohne. Ich habe langsam so eine Routine. Also ich wache auf, mache mein Bett sogar, das habe ich früher nicht gemacht. Wartet, ich zeige es euch. Mach mein Bett, dann räume ich halt so ein bisschen auf. Gleich kommt auch mein Papa und bringt meinen Kleiderschrank von zu Hause. Ich bin gerade noch voll müde, weil ich eben erst aufgewacht bin. Lost in the night, can't get caught up. Really doing everything I ever thought of. Band started loading, we ran them all up. When she went to golden, it's when she called us. Yeah, she know better than to play with my time. She got good brain, it could play with your mind. I ain't got time, cause I stay on the grind. Sometimes it's sweet, take the pain away for a couple of days. Sometimes I ain't got no direction, I feel like I'm stuck in a maze. Sometimes they be thinking it's classic, but I know it's really a phase. If you don't believe me, then why don't you just wait a couple of days? Okay, Leute, mein Papa war jetzt da. Wir haben jetzt mein Schlüsselding aufgebaut. Guck mal, wie cool das ist, dieses Marshall-Ding. Und da steckst du halt, da steckt man halt diese Dinger rein. Und hier ist dieses Loch. Guck, und danach mach ich so. Und dann habe ich meinen Schlüssel aufgehängt. Dann hat er meinen Kleiderschrank noch gebracht. Hier, die Maus. Und ich mache mir jetzt erstmal Frühstück. Ich habe mir gestern Croissants geholt zum Aufbau. Nein, ich habe Backpapier vergessen. Ich probiere es jetzt ohne Backpapier. Guck, Leute, das sind diese Fertig-Croissants. Fertig! Mal gucken, ob der Ofen schon vorgeheizt ist. Okay, ich mach einfach rein, wie juckt das. Ah! Croissant. Waiting for my croissant. Breakfast and Teen Wolf. Yeah! Okay, Leute, mein Papa war ja vorhin da. Wir haben zusammen gefrühstückt. Croissant. Dann hat er noch meinen Kleiderschrank gebracht. Ich glaube, das habe ich schon gezeigt. Und wir haben diese Regale aufgebaut. Da kommen meine Bücher hin, die ich habe. Das mache ich später, weil ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich habe so eine weiße Hose an, ein weißes T-Shirt. Und ich gehe jetzt mit meiner Mama shoppen. Bye! Leute, es ist der nächste Morgen. Gestern kam mein Bruder noch. Aber, Leute, langsam, ich gewöhne mich dran, alleine zu leben. Living life, sage ich nur. Ich mache mir jetzt was zu essen. Und zwar wollte ich eigentlich Lachs mit Reis machen. Aber ich habe keine Lust, Reis zu kochen. Deswegen mache ich jetzt einfach Lachs mit Salat. Da ist mein Fisch, der ist fertig. Hier ist mein Salat. Ich esse jetzt und ihr ladet auf. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand, oder? Lol. Ich habe gerade gegessen und dann habe ich meiner Mama geschrieben, hey Mama, ich komme nochmal nach Hause, weil ich war ja eben bei ihr zu Hause. Und dann kam ich hier und habe gegessen und jetzt habe ich gesagt, ich gehe nochmal hin, weil ich bin hier so alleine und keiner redet mit mir, deswegen gehe ich nochmal hin. Dann hat sie gesagt, ja, lass doch einfach Kaffee trinken gehen und wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Ich glaube, das Einzige, was mich nervt, ist, ich kann mich voll dran gewöhnen, alleine zu leben, aber du bist halt voll alleine. Guten Morgen, Leute. Heute ist Montag. Ich esse gerade Müsli. Das ist mein Frühstück heute. Einfach heute auf Boring. Gestern war Special. Und dann gehe ich mit meiner Mama zu Ikea und einkaufen. Ich muss mir auf jeden Fall jetzt aufschreiben, was du esse. Ich will auf jeden Fall Meal preppen. Gestern waren wir noch Kaffee trinken, haben unseren Urlaub besprochen. Wir fahren in 2 Wochen nach Griechenland. Ah! Oh mein Gott, guck mal, die Vögel. Leute, konnten die nicht sehen.
Hey Leute, ich bin back. Ich wollte heute eigentlich mitfilmen, so auch so ein bisschen in Ikea und so, aber mein Handy ist einfach ausgegangen, so um 13 Uhr. Ich war den ganzen Tag ohne Handy. Jetzt haben wir so 19 Uhr. Wie lange wir? 18:30. 18:30! Ich wollte euch ganz kurz zeigen, was ich geholt habe, ganz schnell. Ich habe mir diese Lampe geholt, das ist einfach so eine Runde für mein Klavier oben drüber. Weil ich habe mir so eine richtig geile Glühbirne geholt, das seht ihr gleich. Die wechselt einfach so Farben und dann kann ich die auch so lila und orange machen. Das wird richtig schön, ich weiß. Dann habe ich mir für meine Abstellkammer nochmal so eine Holzkiste geholt, damit ich da meine ganzen Putzsachen reinmachen kann. Dann habe ich mir 4 so Schalen geholt. Dann habe ich mir diese wunderschöne Schale geholt. Und Leute, ich weiß, dass es unnötig ist, weil ich weiß auch nicht, was ich hier reinmachen kann. Aber ey, die hat hier so Punkte und hier ist sie einfach rosa. Wie schön. Dann habe ich mir einfach eine ganz normale weiße Auflaufform geholt. Muffinförmchen. Einmal sowas für mein Bad. So, da mache ich so Handtücher rein, so kleine. 4 Schalen. Dann habe ich so ein Glas geholt, weil hier kommen meine Spülmaschinen-Tabs rein. Bettwäsche, weil die war im Angebot, ist so eine rosa, ne? 2-mal so einen großen Kasten geholt und 2-mal so Aufbewahrungsdinger. Kleine Gläser geholt, die waren auch richtig süß einfach, auch voll die schöne Farbe. Da habe ich mir für die Küche hier, für Spüli, so einen Spender geholt. Eine Salatschleuder für Salat. Dann habe ich 3-mal Kleiderbügel geholt. Dann so eine durchsichtige, kleinere Auflaufform. So ein Aufbewahrungsding, wo so 2 Dinger getrennt sind. Dann habe ich mir so Clipper geholt, um Sachen wieder zu verschließen. Und für die Küche hier auch noch, wo ich hier meine Schwämme reinmachen kann. Und dieses, das hier. Ja, Mann, das war die Ikea-Ausbeute. Das war mein Einkauf. Yay, irgendwie, man fühlt sich jetzt so richtig erwachsen. Langsam wird's ernst. Ich muss jetzt unbedingt die Spülmaschine ausräumen und dann wieder einräumen mit den Sachen, die ich gekauft habe, damit die gewaschen sind und ich heute Abend vielleicht alles schon einräumen kann. Meine Einkäufe alle wegpacken und dann muss ich ins Training, weil ich habe gleich Handballtraining. Ich sehe so crack aus. Guten Morgen, Leute. Ich mache mir jetzt erstmal Frühstück. Ich benutze gerade zum ersten Mal meinen Wasserkocher. Aber ich verstehe meinen Wasserkocher nicht, Leute. Da gibt es keine Stopptaste, weil das ist so von hier. So von hier soll ich das steuern, dann drücke ich Start. Lol, was heißt das? Ja, 100 Grad muss es jetzt nicht. Und dann drücke ich Start und danach, I don't know. Ich will jetzt auch meinen Toaster dazu benutzen gleich. Ich muss auch nochmal gucken, wie der funktioniert. Oh mein Gott, das war die erste Tasse Kaffee in meiner Wohnung. Ich trau mich nicht, ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Aber jetzt, wo ich schon mal Zucker raus habe, kann ich es jetzt in diese Dings reinmachen. Yay, das ist mein Zucker hier. Dann mache ich das gleiche jetzt auch noch mit Mehl. Lol, das ist mein Mehl. Haferflocken. Also dieses Regal gefällt mir voll. Dieses ist so voll crack, aber dieses ist so schön. Da ist jetzt so Mehlzucker und Haferflocken, Müsli, meine Backsachen. Ich heule, wie schön. Love it. Ich habe gefrühstückt und ich gucke jetzt Bad Boys Texas und räume jetzt meine Bücher dabei ein. Ich brauche auf jeden Fall einfach mehr Bücher. Das ist jetzt mein Bücherregal. Da habe ich die Pflanze einfach gelassen, weil es eigentlich ganz geil. Das Einzige, was schon nervt, ist dieses Buch. Wieso steht es so weit ab? Oh my God. Das sind meine ganzen Bücher. Und da oben sind diese Bücher, die ich nicht so krass lese. Das sind eher deutsche Bücher, weil ich lese eigentlich nur auf Englisch. Ich mache jetzt noch die Lampe drauf. Ich habe jetzt das Klavier geputzt. Es ist auf jeden Fall viel cleaner als vorher. Aber es ist immer noch nicht so sauber, wo ich sage, ja, Mann, es ist sauber. This baby like, it's all another flower lane. The sun goes around this day. Can't wait for the long day. Cause baby like, ooh, it's all another flower lane. The sun goes around this day. Can't wait for the long day. In the sun. Ja, aber noch. Das ist jetzt mir ein bisschen zu langweilig. Ja, Leute, ich glaube, so rum ist besser, dass die Lampe da ist und die Pflanze da. Heute ist es offiziell
eine Woche alleine leben. Ah! Mein Essen ist fertig. Ich fude jetzt und gucke weiter Teen Wolf. Ich bin jetzt am Ende der zweiten Staffel und ihr wisst, ich habe mit euch angefangen. Also ihr habt gesehen, was ich angefangen habe. So vor 3 Tagen habe ich angefangen. Ist eine gute Serie. Leute, ich sehe so gruselig aus. Nee, lassen wir den Clip erstmal kurz. Jetzt habe ich mir einen Obstteller gemacht. Also Wassermelone, Himbeeren, Kirschen und die restlichen Erdbeeren, die ich noch hatte, die auch gegessen werden müssen. Genau, das esse ich jetzt und gucke ein bisschen Teen Wolf und dann gehe ich auch schon schlafen. Es ist gerade 22.30 Uhr. Leute, habe ich euch eigentlich mein Fernsehlicht gezeigt, was mein Bruder mir geholt hat. So, jetzt habe ich hier so Fernsehlicht. Da ist meine Lampe und hier ist diese Lampe. Ey, das Wohnzimmer sieht so schön aus langsam. Es kommt alles together. I love it. Guten Morgen. Diese Kirschenuhr, hört ihr die gerade? Die ist auch nur am Läuten. Jede Stunde, einfach jeden Tag, jede Stunde. Bro, wie lange? Wir haben es verstanden. Bett ist gemacht und ich bin angezogen. Also ich habe mir nur eine Jogginghose angezogen und eine Sweatshirt-Jacke. Jetzt mache ich Frühstück und lösche meine Bilder, because I need space. Leute, das hat so lange gedauert. Es ist einfach 14 Uhr. Ich habe 2 Stunden dafür gebraucht, meine Bilder zu löschen, weil ich musste die auch alle durchgehen. Also jetzt so Videos, die ich angeschaut habe, musste ich auch nochmal so durchgehen. Also ich habe 4000 Bilder gelöscht einfach. Ich habe mir diese Dings-Jar von... Und ich werde da jetzt meine Pots für die Spülmaschine reinmachen. Okay, das sind jetzt meine Fussidis. Die habe ich hier reingemacht. Hier habe ich einfach Penne und diesen Rest von diesen Fussidis. Ich wohne seit einer Woche alleine. Ich habe das Gefühl, ich bin 19 Jahre gealtert. Okay, Leute, wir bauen jetzt meine Alexa auf. Oh Mann, Leute, ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. Die leuchtet blau. Hallo. Hallo? Hallo, your device is ready for setup. Echo Dot ist jetzt verbunden. Dein Echo ist bereit. Okay, was soll ich machen? Alexa, wie wird das Wetter heute? In Offenbach am Main beträgt die Temperatur momentan 22 Grad Celsius. Heute ist mit wechselnder Bewölkung sowie eine... Okay, Leute, das wollte ich euch alles zeigen. Ich fahre jetzt zum Obi und hole mir neue Pflanzen. Vielleicht zeige ich die im nächsten Vlog. Danke, dass ihr hier zugeguckt habt. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Bye. Bye. Bye, Leute. Bye, Alexa. Bye.